Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute geht es um meine Nagellacksammlung, denn ich habe diese Box hier voll. Ich habe diese Box hier voll. Und ich habe diese Box hier fast voll. Und ja, da mir das eindeutig mittlerweile viel zu viele sind und ich auch viele davon einfach nicht mehr trage, würde ich sagen, wir gehen jetzt die Sammlung einmal gemeinsam durch und ihr seht, was ich so aussortiere und was ich behalte. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video und ja, ich werde gleich die Kameraeinstellung ein bisschen ändern. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt. Ja, ihr Lieben, hier könnt ihr jetzt den ganzen Ausmaß meiner Nagellacksammlung sehen. Also es sind doch schon einige und ich hoffe, dass wir heute hier ein paar aussortieren und dass wirklich nur noch die Produkte übrig bleiben, die ich wirklich mag. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann jetzt gleich los. So, wir fangen jetzt einmal mit dieser Box hier an und hier greife ich einfach mal rein und da habe ich schon den ersten Nagellack und das ist hier von Color Club ein Nail-Lecker, der war in meiner Glossy Box. Das ist eine ganz komische Farbe. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Gefällt mir überhaupt nicht und kommt deswegen weg. Das nächste Produkt, was weg kann, ist ja der Catrice Nagellack in der Farbe Skyline aus der Travelight Stories Limited Edition. Der ist ganz blöd zum Lackieren durch dieses kleine, durch diesen kleinen Griff lässt sich echt nicht schön verwenden. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Ganz, ganz komisch. Und ja, die Farbe ist auch nicht wirklich schön. Die schmeichelt den Nägel nicht. Und ja, deswegen kommt der weg. Ja, der nächste Nagellack, der gleich weg darf, weil ich den einfach nicht verwende, ist hier von Catherine einer. Der war in der Glossy Box. Und der trocknet nie, Leute. Der trocknet wirklich nie. Ich weiß nicht einmal, was ist das für eine Farbe? Steht hier gar nicht drauf. So an sich ist es eine schöne Farbe, aber er trocknet nicht. Man hat ständig Dellen drin, also man kann sitzen bleiben und nichts tun bis keine Ahnung wann. Ja, der geht trotzdem kaputt und deswegen kommt der weg. Das nächste Produkt, was hier weg kann, ist der Mineral Rich Filler. Den habe ich auch schon ewig und der ist auch schon ziemlich dick und lässt sich nicht mehr schön auftragen. Und ja, deswegen darf der gehen. Ja, bei dem hier bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Den habe ich mal von der Katharina in einem Tauschpaket bekommen. Und den muss ich nochmal ausprobieren. Der kommt auf den Vielleicht-Stapel. Ja, dann haben wir hier einmal von Maybelline den Superstay 3D Gel-Effekt. Der bleibt auf jeden Fall. Und den habe ich auch zweimal. Ich weiß nicht, warum ich die zweimal habe. Ich habe beide auch schon angebrochen. Bleibt auf jeden Fall. Dann noch ein Nagellack, der hier bleiben darf, ist der OPI Nail Lacker in der Farbe Do You Lilac? Fokussierter? Ja. Genau, der darf auch bleiben. Dann einer aus, ich glaube, einer Pinkbox war der mal drin, von Rival de Loubliang. Irgendwie eine komische Farbe, gefällt mir nicht. Und das wäre die Farbe San Francisco. Der darf auch gehen. Dann noch einer, der so eine komische Farbe hier hat, ist der Edding Lack in der Farbe Clean Cream. Ja, ist nicht unbedingt meins, deswegen kommt der auch weg. Dann haben wir hier einen Nagellack aus der From Essence with Love Reihe. Das war auch eine Limited Edition in der Farbe Hashtag 15 Forever. Fokussierter. Ja, das ist dieser hier. Ganz süßes Design. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob mir der von der Farbe und von dem Ergebnis her gefallen hat. Deswegen kommt er erstmal auf den Vielleicht-Stapel. Dann einer, der darf bleiben, es ist von Essence, der Shanti Nagellack in der Farbe 010 You Say Shanti. Der war in so einem Set drin. Die können wir auch gleich durchgehen, die bleiben nämlich alle erstmal. Das ist der hier von X-Later in der Farbe First Love. Den hier trage ich gerade, allerdings ist da noch ein Topcoat drauf, der kommt auch gleich. Auch von X-Later in der Farbe Last Word.
Und hier noch der zweite von der Shanti in der Farbe Icewu. Ja, dann hier der Topcoat, den ich auf den Nägeln trage, ist ja der Wanted Sunset Dreams aus der Essence Limited Edition. Und der heißt Desert Heat. Und das ist halt wirklich so ein cooles Finish einfach. Der macht aus einem normalen Nagellack einfach nochmal wirklich was Schönes. Und den gibt es leider nirgendwo mehr zum Kaufen. Und würde ich nochmal einen kriegen, würde ich mir definitiv noch einen holen. Weil man kann es, glaube ich, sehen, er ist schon gut verwendet und ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Ja, dann haben wir hier von Trended Up, das ist der neue Rich Filler. Der darf bleiben. Dann haben wir hier von Cien einen Nagellack, der darf gehen. Der war, glaube ich, in meiner Glossy Box oder so drin. Dann haben wir hier von Essie einen Nagellack in der Farbe. Andersrum. Muchi Muchi. Das ist dieses, ja, ich glaube, das ist einer der bekanntesten von Essie. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir hier noch einen Speedsetter. Und ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen zweiten gesehen. Okay, muss ich mir mal anschauen. Weil einer ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist sogar der hier. Der ist schon recht zäh. Muss ich mir nochmal angucken, wenn wirklich kann ich den ja noch verwenden. Ja, dann haben wir hier einen Mikrozell. Da werden auch noch einige kommen. Ich muss mir mal angewöhnen, die auch wirklich aufzubrauchen. Die verschwinden irgendwie so im Nirgendwo. Das ist aber hier so eine kleine Probiergröße gewesen. Den dürfte ich bald leer haben. Ja, dann haben wir hier einen von Art Deco. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon mal lackiert habe. Der bleibt erstmal. Das ist die Farbe 608. Na, fokussierst du? Ja, dann hatte ich hier in der Glossy Box, in dem Adventskalender, diesen Lux Chrome. Und ich bin mir, also ich habe den noch nicht verwendet. Ich muss ich mal machen. Wenn ihr den schon kennt und verwendet habt, dann sagt mal Bescheid, wie ihr den findet. Weil es gibt hier noch einen zweiten. Genau, das ist dieser hier. Die waren in Kombination in dem Adventskalender drin. Dann hier nochmal einen, da habe ich ja gerade den schwarzen schon auf dem Vielleicht-Staubeln getan. Den werde ich auch nochmal austesten und wenn er mir gefällt, dann bleibt er und wenn nicht, dann kommt der auch weg. Dann hatte ich hier in einer Goodiebag von, ich glaube Douglas war das drinne, auch so ein Nell Hardener & Rich Filler von Isadora, der darf bleiben. Ja, im Adventskalender letztes Jahr von Essie, hier dieser Gel-Topcoat, der darf natürlich bleiben. Von Essie, auch aus dem Adventskalender, On Your Mistletoes, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Fokussierst du, ja. Sehr, sehr schöne Farbe, der darf natürlich auch bleiben. Von Essie hier haben wir einen Topcoat in der Farbe Set in Stones. Das ist hier so ein schöner Glitzernagellack. Richtig schön. Und den trage ich gerne in Kombination mit diesem Rot hier von Miss Lynn. Der trocknet sehr, sehr schnell. Trocknet normalerweise matt an. Durch den Essie Top Coat ist es dann allerdings wieder glänzend, aber eine sehr schöne Kombi. Ja, dann ein Nagellack, der darf auf den Vielleicht-Stapel hier von Sally Hansen, Color Therapy. Das ist so ein leichter Rosé-Ton. Muss ich nochmal ausprobieren. Dann aus dem Adventskalender hier noch so ein Topcoat von Essie. Nennt sich Congrats. Sehr, sehr schöner Topcoat. Da so eine Basic-Farbe drunter. Sehr schönes Finish. Ja, noch ein Essie-Nagellack By Me a Cameo. Sehr schöne Farbe auch, darf bleiben. Dann das Schwarz von Essie, der Licorice. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Darf natürlich auch bleiben, mag ich sehr, sehr gerne. Dann hier von Maybelline, die 353 Red.
Da muss ich sagen, habe ich noch nicht ausprobiert, deswegen darf der erstmal bleiben. Dann auch eine sehr komische Farbe hier von Edding, den hatte ich auch mal in einer Box drinne. Nennt sich Lucky Light Coral. Ich glaube, der darf erstmal gehen. Also ich habe den letztes Jahr nicht getragen und ich glaube, ich werde ihn auch dieses Jahr nicht tragen. Dann von Catrice der Gel Top Coat. Der kommt erstmal auf den Vielleicht-Stapel. Ich glaube, dass ich den von der Trocknungszeit her nicht gut fand. Aber ich werde es nochmal austesten. Von Altera haben wir hier einen Nagellack mit Bio-Arganöl in der Farbe Rose Blossom. Der kommt auch erstmal auf den Vielleicht-Stapel. Und hier haben wir noch einen von L'Oreal. Die 656, genau, der kommt auch erstmal auf den Vielleicht-Stapel, weil ich habe den schon ewig nicht mehr getragen. So, damit haben wir die erste Kiste schon mal leer. Die stellen wir mal auf die Seite. Und wir kommen zur nächsten. Da nehme ich gleich mal den hier raus und der kommt auf jeden Fall weg, weil der trocknet nicht, Leute. So schlimm. Design ist echt süß, aber der kommt weg. Dann haben wir hier noch einen 3D-Gel Topcoat. Das war die, glaube ich, alte Version. Bin mir nicht sicher, das ist doch der gleiche, oder? Ja, das ist auf jeden Fall der gleiche. Das ist die neue Variante, das ist die alte und der ist, glaube ich, ziemlich zähflüssig und deswegen kommt er weg. Dann haben wir hier einen von Catherine Confetti. Habe ich noch nie getragen auf den Nägeln. Kommt weg. Dann haben wir hier so einen Pflegestift. Den probiere ich. Nee, den habe ich auch schon ewig. Deswegen kommt der auch weg. Von Love haben wir hier einen Nagellack. Der bleibt. Das ist die Farbe Mauve Majesty. Sehr schöne Farbe, bleibt auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch so einen Argan Oil Nagellack. Man sieht schon, der hat sich schon richtig getrennt. Der kommt auch mal auf den Vielleichtstapel. Wenn ich ihn verwende, bleibt er. Wenn nicht, dann kommt er weg. Hier haben wir nochmal so einen Catherine Nagellack. Und ganz im Ernst, Leute, das sind mit die schlechtesten Nagellacke, die ich kenne. Also ich würde mir von denen gar keinen kaufen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen kommt der weg. Dann haben wir hier von Trend It Up ein Anti-Brittle Shield. Hat nicht funktioniert, deswegen kommt der weg. Von P2 Fabulous Beauty Gala. Sehr schöne LE. Und der bleibt erst noch. Ah, hier haben wir den zweiten Speed Setter. Und ich glaube, dass das der ist. Ja. Das ist der, der richtig zähflüssig ist, deswegen kommt der weg. Dann haben wir hier die Express Dry Drops, die bleiben, die sind super. Dann haben wir hier einen schönen Essence Gel Nail Polish in der Farbe Whispers of Spring. Der bleibt auf jeden Fall richtig schöne Farbe. Von Essie haben wir hier so einen Gold Top Coat, der bleibt auch. Von Sally Hansen's Hard as Nails. Der kommt weg, funktioniert bei mir nicht. Also der funktioniert Mikrozell halt einfach wesentlich besser. Dann haben wir hier von Essence aus der The Little Xmas Factory LE einen Nagellack in der Farbe Meet Me Under the Mistletoe. Ja. Habe ich ehrlich gesagt noch nie getragen. Und der trennt sich hier auch schon ordentlich und ich glaube, den sortiere ich aus. Ja, dann haben wir hier noch den zweiten Topcoat von Essence in diesem Goldton. Der bleibt erstmal. Ja, von Rival de Loup haben wir hier einen Calcium-Aufbau-Lack. Der kommt weg, funktioniert nicht bei mir. Wie gesagt, Mikrozell. Dann haben wir hier einen von L'Oreal, einen Topcoat, der kommt auch weg, da gefällt mir das Finish nicht und
Der ist wirklich schwer wieder runterzubekommen. Dann haben wir hier einen matt Topcoat. Den tue ich jetzt mal auf den Vielleicht-Stapel, da bin ich mir noch nicht sicher. Ja, dann haben wir hier nochmal Mikrozell 2000. Mag ich sehr gerne, macht halt die Nägel wirklich hart und lässt sie nicht brechen. Dann haben wir hier ein Nagelöl, das war mal in einer Glossybox drin. Erstens muss man das ewig schütteln und es trennt sich gleich wieder. Also im Endeffekt hat man da nichts gewonnen. Er tut nichts für die Nägel, für die Nagelhaut und deswegen kommt es weg. Genauso weg kommt hier von Rival de Lupiang das Homespa Honey Serum. Das habe ich jetzt auch schon ewig, locker 2 Jahre oder so, deswegen kommt es jetzt weg. Dann vom P2 der Multi Benefit Nail Elixir Rundumschutzlack. Habe ich schon ewig nicht mehr verwendet, kommt weg. Dann von Train It Up aus der Terra Attitude LE, dieses schöne Grün hier. Und das ist die 020, der bleibt. Von Essence haben wir hier den Beautiful Nights Glow in the Dark Top Coat. Ich glaube, den behalte ich erstmal. Ja. Dann haben wir hier den grünen Mikrozell. Den probiere ich nochmal aus, ob er noch funktioniert. Wenn ja, dann bleibt er. Wenn nicht, dann kommt er weg. Dann haben wir hier von Miss Lynn den Effekt Top Coat. Da kann ich mich erinnern, da haben sich die Fäden, sind kaum auf die Nägel gekommen, deswegen kommt der jetzt weg. Ja, vom P2 nochmal so ein Easy Gel Topcoat, der kommt auch weg. Von Catrice der Quick Dry and High Shine, funktioniert für mich nicht, kommt weg. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Dann haben wir hier von Essence The Girl Nail Polish die Farbe Dreaming of Love. Kommt auf den Vielleicht-Stapel. Von Catrice haben wir hier einen aus der Iconails Gel Lacquer Edition Mind Map. Der bleibt erstmal. Beziehungsweise der kommt auf den Vielleicht-Stapel. Wenn ich ihn verwende, bleibt er. Wenn nicht, dann kommt er weg. Von der gleichen Serie, da kommen jetzt noch ein paar, haben wir hier Honeymoon is coming soon. Der bleibt auch auf dem Vielleicht-Stapel. Ja, genauso wie der hier. Wenn ich den dieses Jahr trage, dann bleibt er. Wenn nicht, dann kommt er weg. Das ist Nails on Fire, nennt sich der. Ja, eine sehr, sehr schöne Farbe hier. Ich glaube, der war auch mal wirklich gehypt. Go for Gold. Der bleibt. Und dann haben wir den hier noch. Da sieht man, den habe ich schon ein paar Mal verwendet. Ist hier der Rosywood Hills. Auch eine sehr schöne Farbe. Aus der Rita Ora Edition von Manhattan Last and Shine My Grey. Der kommt auf den Vielleichtstapel. Und der kommt auf den Vielleichtstapel, Magnolia Love. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob der auch so schlecht getrocknet ist oder nicht. Den, wie gesagt, probiere ich nochmal aus. Von Catrice aus dieser alten Reihe, The Very Berry Best. Da kann ich mich nicht mehr erinnern, ob mir die Farbe gefallen hat, deswegen vielleicht. Und hier haben wir Berry Necessary. Der bleibt auf jeden Fall, der gefällt mir. Ja, aus der Miamaya Umbrella LE, die ist ja auch schon uralt, Take Me to the Clouds. Den hebe ich jetzt mal auf dem Vielleichtstapel nochmal auf. Wie gesagt, muss ich mal gucken, ob mir der noch gefällt und ob er noch funktioniert. Ich habe den nämlich schon lange nicht mehr getragen. Dann habe ich hier aus der Alessandro-Reihe ein Pro White Original. Den habe ich noch nie verwendet und der ist, glaube ich, aus einer meiner ersten Glossyboxen. Und die erste Glossybox habe ich, glaube ich, irgendwann 2013 oder so abonniert. Deswegen, der kam weg. Genauso weg kann hier von Rival de Lupe. Ich
glaube, bei Molly Loop ist das einfach hier. Nail Comfort funktioniert für mich nicht, deswegen kommt es weg. Ja, dann haben wir hier noch einen aus der Glossy Box, glaube ich. Den habe ich letztes Jahr irgendwann bekommen. 2018 Cosmopolita, den habe ich noch nie getragen. Deswegen kommt er auf den Vielleicht-Stapel. Und wir haben die nächste Box leer. Ja, dann kommen wir zur letzten Box hier. Und hier sind ein Haufen Essen-Nagellacke drin. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hinten an mit einem Essence Winter Glow Nail Polish Icy Matte. Der bleibt. Genauso bleibt hier dieser aus der der Gel Nail Polish Reihe, die, ja, ist das Sweet as Candy. Der bleibt. Ja, auch bleibt ein wunderschöner Nagellack. Bin ich echt froh, dass ich den damals bekommen habe. Winter Glow in der Farbe Let It Glow. Sehr schöne Farbe. Der bleibt natürlich. Genauso bleibt der hier von Catrice. Auch eine richtig schöne Farbe. Barry Potter and Plumbledore. Richtig schöne Farbe. Der darf gehen. An den kann ich mich nicht mehr gut erinnern, nur dass es irgendwie nicht funktioniert hat. Ja, deswegen darf der gehen. Ja, noch einer aus der Winterglow Edition und da sieht man auch, den habe ich oft getragen. Richtig schöne Farbe, bleibt auf jeden Fall. Ja, hier noch einen, den ich wirklich oft getragen habe, ist hier von Maybelline. Neveline heißt der. Genau, der bleibt. Wobei, ich probiere den nochmal aus, ob er mir noch gefällt und ob er noch hält. Hier haben wir einen aus der Bloggers Beauty Secrets LE, auch schon ein altes Schätzchen. Palmira hat den entworfen, die Farbe Hello Beautiful. Richtig schöne Farbe, darf bleiben. Genauso bleiben darf diese hier von Essence, der ist auch richtig schön. In der Farbe, also Essence and the Lovely Little Things 04 and My Flaky Catty. Ja, das ist diese hier, schöne Farbe, gefällt mir richtig gut, trocknet auch gut an. Dann hier von Alessandro habe ich noch einen Nagellack in der Farbe Rosy Wind. Kommt aus dem Vielleichtstapel, ich weiß nicht, ob der noch funktioniert, deswegen ausprobieren. Dann der hier darf gehen, der gefällt mir irgendwie nicht so gut. Von Essence, The Darks, Need You Love nennt sich der. Dann noch einer aus der Winterglow LE, Icy Matte, so ein schönes Rot, darf auch bleiben. Und der hier darf gehen, ich glaube, der hat wirklich schlecht getrocknet. Olive Hue, sehr schöne Farbe, aber trocknet irgendwie nicht so richtig auf meinen Nägeln. Deswegen darf der gehen. Dann haben wir hier von Turn It Up aus der Graceful Femininity LE einen Nagellack, die 010. Der kommt auf den Vielleicht-Stapel. Von Turn It Up haben wir hier einen aus der Standardreihe, die 190. Ich weiß allerdings nicht, ob es den aktuell noch gibt. Das ist ein cooles Blau. Passend dazu, richtig schöne Farbkombi übrigens. Das Blau und das Orange 040 darf auch bleiben. Das kann man vielleicht dahin tun, ne? Hier noch einen aus der Bloggers Lovely Edition. Den habe ich nicht so gerne getragen, deswegen darf der gehen. Dann haben wir hier von Turn It Up einen in diesem Gold. Hat mir nicht so gut gefallen, deswegen darf der auch gehen. Ja, dann haben wir hier einen aus der Standard Edition, die 030. Den probiere ich aus, ob er mir noch gefällt. Ja, der darf auf jeden Fall bleiben aus der Terra Attitude Reihe in der Farbe 030. Auch eine schöne Farbe.
Dann haben wir hier aus dem Adventskalender den Gel-Lack in der Farbe Gala Venting. Auch eine schöne Farbe, darf bleiben. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Standard-Nagellacken oder aus der ja, LEs und so weiter. Haben wir hier einmal diesen Farbton hier, richtig schön, in der Farbe Out of This World. Da weiß ich allerdings jetzt nicht, ob der aus der Standard Edition ist oder aus einer LE. Der bleibt. Der war in einem Adventskalender drin, habe ich noch nicht getragen. Kann ich mir für den Sommer jetzt irgendwie gut vorstellen, in der Farbe Lieblingsmensch. Ja, dann haben wir hier so ein cooles Silber in der Farbe Upper Chic. Darf auch bleiben. Ich glaube, von den Essilacken werde ich nichts aussortieren. Dann haben wir hier aus der Treat Love and Color Edition einen Nagellack. Der kommt jetzt mal auf den Vielleicht-Stapel. Da möchte ich nochmal ausprobieren. Genauso von Treat Love and Color hier die Farbe, dünne Farbe, kann ich jetzt so nicht lesen, das ist auf jeden Fall der hier. Werde ich auch nochmal ausprobieren. Ja, aus dem Adventskalender haben wir die Farbe With the Band. Ja, bleibt. Genauso wie der hier bleibt. Attended to my needs. Und dann das klassische Schwarz von Essie ist dieser hier, der Licorice. Der bleibt natürlich. Ja, eine wunderschöne Farbe. Der ist auf jeden Fall aus einer Limited Edition gewesen. Sehr, sehr schöne Farbe. Ready to Boar hieß der. Ja, ich glaube, Pink Diamond ist, glaube ich, im Standardsortiment. Ist dieser hier. Dann haben wir hier einmal den Good to Go in dieser kleinen Größe. Ich glaube, den habe ich nochmal hier irgendwo. Genau, das ist der hier nochmal. Die bleiben natürlich von, ja, von Essie. Was sonst im Moment in Stitches. Der bleibt auch. Der war auch im Kalender. Ja, dann haben wir hier einen auch aus einer LE. Wunderschön. Der war letztes Jahr, glaube ich, in der Herbst-LE drin. Say It and Soho. Ja, sehr schöne Farbe. Bleibt natürlich. Dann haben wir hier einen CC for the Nails. Ist, glaube ich, so ein pflegender, der bleibt. Ja, dann haben wir hier Chocolate Cakes, so ein cooles Braun-Rot, gefällt mir gut, bleibt auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein Mad About You. Ja, wenn wir hier von Essie einen Matt haben, dann können wir den von L'Oreal austauschen. Also der von L'Oreal kommt dann weg und der Essie bleibt da, weil der L'Oreal wesentlich älter ist. Dann der hier, glaube ich, war in einer Glossy-Box drin, wenn mich nicht alles täuscht. Resort Flying nennt sich der. Nein, Resort Fling, Entschuldigung. Ja, der bleibt. Genauso wie der Farbton Marshmallow, der bleibt auch. Dann haben wir hier noch einen, der war auch mal in einer Glossy-Box. Ups. Der war auch mal in der Glossy Box drin. Da kommt auf den Vielleicht-Stapel, ich bin mir nicht sicher. Wenn ich ihn trage, dann darf er bleiben. Wenn nicht, dann kommt er weg. Dann haben wir hier einen Young, Wild and Me. Das ist dieser hier. Sehr schöne Farbe. Ich glaube, der war in der My Little Box drin. Dann haben wir hier noch einen in der Farbe Fenty Fairest. Auch eine schöne Farbe, darf bleiben. Dann auch eine sehr, sehr schöne Farbe hier ist Iceland Hopping.
Ich glaube, der war aber auch in der LE, ne? Und der hier darf auch bleiben. Sehr, sehr schöne Farbe. In der Farbe World is Your Oyster. Ja, das war dann die letzte Box. Die ist jetzt dann auch leer. Na, fokussier. Genau, die ist jetzt dann auch leer. Ich sortiere die jetzt mal schnell in die Schachteln ein wieder. Und dann ja, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt mal alles wieder so ein bisschen einsortiert. Wir haben jetzt hier die Nagellacke, die ich behalte. Hier hinten haben wir die vielleichten Nagellacke und hier die aussortierten Nagellacke. Und ich habe jetzt gerade mal durchgezählt. Also aussortiert habe ich jetzt insgesamt 33 Nagellacke bzw. Nagelprodukte. Das sind ja nicht alles Lacke. Sowas habe ich jetzt einfach mal dazu gezählt. Und ja, ich habe insgesamt 66 Nagellacke, wie ich behalten möchte. Ja, nicht mal so wenig. Und hier hinten haben wir nochmal 28 vielleicht Nagellacke. Genau. Und insgesamt sind das 127 Nagellacke bzw. Produkte. Und ja, es ist doch ein bisschen viel, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber okay, ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann sagt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!